Hallihallo und herzlich willkommen an meinem Basteltisch zu einem neuen Video. Ja, ein Designteammitglied hatte Geburtstag und ich hab's voll vergessen. Da gibt's ja immer eine kleine Aufmerksamkeit von mir und das hole ich jetzt mal schnell nach und dabei nehme ich dich gerne mit. Ich habe mir hier erstmal das DSP Herbstlandschaft rausgesucht und schau jetzt mal, welchen Kartenrohling ich nehme. Ich habe Weiß, Elfenbein und Kraftgrau und ich entscheide mich tatsächlich für Kraftgrau. Ja. Auch mal schön. Ich habe mir hier das DSP runtergeschnitten auf dem Streifen. Ich habe jetzt nicht gemessen, also einfach mal so. Das kann man ja nach gut Düngen machen. Ich denke, das ist so das persönliche Empfinden. Das Spinnennetz aus dem das Spinnennetz aus dem Set Pfui-Spinne soll mit drauf und das kleine Eichhörnchen aus Herbstzeit. Und ich finde, das passt einfach ganz gut. Hier habe ich noch ein paar Stempel und Stanzen zurechtgesucht. Baum und Blatt sollen auch dazu. Die finde ich immer ganz toll. Das sind so schöne Lückenfüller. Gefällt mir sehr gut. Ja, und jetzt kann ich mich erstmal ans Stempeln machen. Also ich habe jetzt erstmal so die groben Zutaten. Alles andere wird sich später ergeben. Ich schnapp mir hier das Ginger Root und stempel das auf ein Stück weißen Cardstock ab. Ich entscheide mich deswegen für Ginger Root, weil ich keine harten Konturen möchte. Also ich möchte so ein bisschen in die No-Line-Richtung gehen und das klappt natürlich mit einem farbigen Stempelkissen dann einfach besser. Auf das DSP möchte ich das Spinnennetz drauf haben. Ich liebe Spinnennetze und Spinnen, also falls ich es noch nicht erwähnt habe, ne? Finde ich toll. Ja, und das stempel ich mir mit Cotton White ab von Stesson. Ich bin kein Stesson-Anhänger, aber dieses Cotton White hat es mir total angetan für Spinnennetze. Das ist einfach schön strahlend, schön, also es ist einfach da und es sieht einfach richtig, richtig gut aus. Da springe ich auch mal über meinen Vorsatz, Polymerstempel und Stesson. Ich nehme es ja nicht permanent. Das klebt natürlich auch immer wunderbar fest an dem DSP, wie du hier siehst. Das ist aber völlig normal und geht trotzdem gut ab. Jetzt habe ich mir noch ein Stück kraftgrauen Cardstock geschnappt, passend zu dem zum Kartenrolling und stempel mir das Geburtstagslabel ab. Ich glaube, das kann was werden. Ich möchte halt einfach so in diesem Farbspektrum drinne bleiben. Ich möchte jetzt nicht noch eine andere Farbe mit Weiß oder so. Nee, das möchte ich nicht. Deshalb bleibe ich hier bei Kraftgrau. Ich montiere mir hier munter den Stempel in meinem Stempelkissen. Und jetzt siehst du, ich montiere es so, dass ich in die Mitte drücke und dann mit den Fingern nach außen gehe. Das ist für mich die beste Technik, um relativ wenig Luftblasen unter den Stempel zu bekommen. Aber schau mal, wie du am besten damit zurechtkommst. Ich nehme hier Versafein. Ich finde, das macht das schönste Schriftbild. Das gefällt mir einfach am besten. Und das muss ich schon auch zweimal abstempeln, weil kraftgrauer Cardstock, der ist ja so ein bisschen porös, sage ich mal. Also die Oberfläche ist nicht ganz glatt. Das saugt dann ganz gut und dann ist der Abdruck immer ein bisschen schwierig. Also beim ersten Mal. Und diese vollflächigen Stempel sind eh immer schwierig, das weiß ich. Ja, wenn ich dann zwei Abdrücke gesetzt habe, beim ersten Mal habe ich drei gesetzt, das ist dann leider nichts geworden. Deshalb muss ich nochmal neu stempeln, das siehst du hier vielleicht, ist aber nicht so dramatisch. Also zwei Abdrücke reichen, also zweimal mit Tinte einstreichen reicht völlig. Und dann kann ich das Ganze mit dem passenden Textlabel-Stanze ausstanzen. Jetzt war ich aber ein bisschen kompliziert mit dem Satzbau, ne? Ja, und das gebe ich jetzt hier einfach durch die Big Shot und schon habe ich meine Grüße alle zusammen. Die muss ich jetzt hier nur noch vorsichtig raustrennen. Und dann habe ich schon mal einen ganz großen Pool an Sprüchen. Das finde ich schon mal ganz gut. Ja, und jetzt mache ich mich endlich mal an das kleine Eichhörnchen. Und dieses Mal mache ich für mich was ganz Verrücktes. Ich benutze nur Polychromos. Eigentlich mag ich ja tatsächlich die Kombi Copix und Polychromos am liebsten, aber hier habe ich mich jetzt mal nur für die Polychromos entschieden. Ja, und du siehst, ich fange hier schon munter an, Farbe einzusetzen. Ich nehme den Stift immer relativ weit hinten. Denn ich finde, also für mich ist das die beste Variante. Ich kann dann, oder ich erzeuge dadurch einfach sehr wenig Druck auf den Stift und kann ein bisschen zarter sein in den Farben, was mir ja nicht, also es ist ja nicht mir so gegeben, zart zu bleiben, ne? Also das Pastell ist ein bisschen schwierig.
Ja, und hier schichte ich halt die verschiedenen Farben aufeinander. Ich habe jetzt erst mit dem Braun angefangen, dann habe ich Rot mit eingesetzt, weil tatsächlich ja unsere Eichhörnchen eigentlich mal so rotbraun waren. Mittlerweile sind sie bei uns hier im Landkreis sehr schwarz geworden. Aber ich möchte tatsächlich ein rotes Eichhörnchen. Und die Kombination von Braun und Rot passt einfach wunderbar zusammen. Und bis jetzt gefällt mir das schon ganz gut. Ich schichte halt die verschiedenen Farben. Dadurch bekomme ich immer wieder neue Farbnuancen. Da musst du dich einfach ein bisschen ausprobieren. Und ich fange wie immer mit den dunklen Farben an oder wie meistens mit den dunklen Farben an und arbeite mich dann in den helleren Bereich rein. Und das Dunkle setze ich dann, wie du eben ja schon gesehen hast, nochmal so mit Schwarz und Dark Sepia nach und bekomme dann so einen weichen Übergang hin, also einen relativ weichen. Das gefällt mir hier schon ganz gut, was ich sehe. Das finde ich ganz hübsch, so von den Farbübergängen her. Und da siehst du, da arbeite ich die Schatten nochmal raus und somit wirkt dann auch dieses Rotbraun, was ich erzeugt habe, einfach nochmal viel, viel intensiver, obwohl ich jetzt dieses Mal nur die Polychromos genutzt habe. Die Polychromos. Und ich habe keine Copics mit reingebracht. Ja, und hier siehst du, jetzt werde ich ganz flach mit dem Buntstift. Das ist tatsächlich deswegen, damit ich keinen Druck mehr erzeuge. Ich bin halt so jemand, wenn ich das habe, habe ich immer viel Druck drauf. Je weiter hinter und flacher ich den Buntstift halte, desto weniger Farbabrieb bekomme ich hin. Und ich habe gemerkt, das ist für mich einfach eine gute Lösung. Mit dem Sakura Jelly Roll setze ich jetzt hier noch wunderbar kleine Highlights und dann hat sich's auch schon. Du siehst, das kann man mal mit so einem Fingernagel so ein bisschen wegpuppeln, wenn es zu viel war. Das funktioniert wunderbar. Jo, und das habe ich dann jetzt fertig, die Koloration, und kann mich ans Ausschneiden machen. Das Eichhörnchen liegt daneben schon. Das hat einen klitzekleinen weißen Rand bekommen. Das fand ich diesmal ganz hübsch, weil ich Angst hatte, dass es auf diesem bunten DSP, was ich hier jetzt gerade einsetze, dieser Streifen, den ich ja eben schon ein bisschen verschönert habe mit dem Spinnennetz. Ich hatte einfach Bedenken, dass das Eichhörnchen untergeht auf dem bunten Hintergrund. Die Übergänge hier oder die Kanten, die fahre ich jetzt nochmal mit Jelly Roll nach. Dann wird das nochmal so ein bisschen betont. Kriegt dann nochmal so ein bisschen, obwohl ich flach geblieben bin, kriegt es nochmal so einen optischen, wird es nochmal erhöht. Ja, und jetzt kann ich mich hier an das Stanzen der Blätter machen. Also es bleibt bei Baum und Blatt, Blatt und Baum aus Transparentpapier, weil ich denke, also jetzt noch eine andere Farbe mit reinbringen, finde ich schwierig, und Transparentpapier macht es dann nochmal ein bisschen leichter und gefällt mir einfach. Punktum. Muss ich jetzt ja nicht, ne? Also ich mag das auch so in Anlehnung an das Spinnennetz. Jo, dann habe ich mir hier mit meiner Cricut noch nachträglich aufschreiben lassen und ausschneiden lassen, weil wir leider noch kein nachträglich Stempelset haben. Ich glaube, das muss sich eindeutig ändern. Das hat mir einfach gefehlt. Ich hatte nichts Passendes im Repertoire und dann habe ich mir das halt mal schnell selbst erstellt. Ist ja jetzt auch eigentlich kein Kunstwerk. Das setze ich jetzt auch einfach nur auf. Ach ja, und Cardstock habe ich dafür auch Kraftgrau verwendet, damit wir einheitlich bleiben, ne? Nicht noch was Neues mit reinbringen. Und hier unten liegen dann auch schon diese kleinen Streifen. Die schneide ich mir jetzt auch noch zurecht, weil alles Liebe und alles Gute möchte ich nicht zusammen haben. Ich möchte nur alles Liebe, also nachträglich alles Liebe zum Geburtstag. So, jetzt haben wir's. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Und dann muss ich mir einfach diese kleinen Texte noch ein bisschen auf meine Größe zuschneiden, so wie es mir gefällt. Ja, und irgendwie habe ich gemerkt, so drei Blätter, also drei ist zwar eine coole Zahl, aber mir passen diese drei Blätter nicht. Also es ist mir ein bisschen zu wenig. Und deshalb habe ich mir jetzt hier nochmal schnell ein transparentes Blatt ausgekurbelt. Diese kleinen Labels, die setze ich erhöht auf. Dann nehme ich einfach so ein bisschen 3D. Ich habe da so Streifen mir irgendwo mal gegönnt. Und die setze ich da auf. Das finde ich ganz, ganz cool, dass die so ein bisschen nach oben kommen, damit noch so ein bisschen Leben in der Bude ist, dass nicht alles so ganz flach ist. Jo, jetzt, also die setze ich auch auf so ein bisschen Shep, ne, weil Shep ist Englisch und Englisch ist wie immer modern, ist ja klar.
Mit dem Trägerpapier, naja, das Trägerpapier und ich, wir sind halt nicht so gute Freunde, aber das ist auch nicht schlimm, ne? Jetzt haben wir das hier aufgesetzt und jetzt kann ich mich an die Blätter machen, die aufzusetzen. Dann nehme ich hier nur so Kludots aus dem einfachen Grund, ich möchte keinen Kleber mit Transparentpapier in Verbindung bringen, weil ich Angst habe, dass man den Kleber dann einfach sieht. Das würde ich irgendwie uncool finden. Und deshalb verwende ich hier nur diese Kludots. Die sieht man auch, aber die sind nicht so groß. Also die hätte ich zur Not auch nochmal abmachen können. Also das wird es, das gefällt mir. Jetzt habe ich noch ein bisschen Garn aus meinem Fundus geschnappt, so rot halt, weil ich finde, da kann noch ein bisschen mehr Rot mit rein. Und das setze ich hinter das Eichhörnchen. Dann nehme ich mir so ein Stückchen doppelseitiges Klebeband, das siehst du ja hier. Puppel wieder, kämpft wieder mit dieser Abdeckfolie. Aha. Ja, und dann setze ich das Band einfach nur auf das doppelseitige Klebeband. So ein bisschen kunstvoll. Also so ein bisschen wild halt. Und ich merke, da unten fehlt mir einfach noch ein bisschen mehr Garn. Also da fehlt einfach noch. Das sieht so komisch aus. Also schneide ich mir noch so ein Schnippelchen ab und lege da einfach noch eine Schlaufe hin. Südle, das hat schon viel Schönes, finde ich. Und jetzt bekommt das Eichhörnchen von hinten noch 3D-Pads. Das darf auch mehr in den Vordergrund. Und ja, auch hier wird dann jetzt mal munter die Trägerfolie abgefummelt. Also vielleicht mache ich es, ne? Eventuell auch nicht. Und das sieht gut aus. Also ich glaube, das wird. Das hat was, das kann was. So, also ich habe mir jetzt hier, wie gesagt, einen abgefummelt mit der Trägerfolie, setzt das Eichhörnchen auf. Und dann ist die Karte eigentlich schon fertig, oder? Fehlt noch was? Ja, mir fehlt noch was. Ich habe mir noch die kleinen Fledermäuse rausgesucht und die stanze ich jetzt aus schwarzem Cardstock aus. Ja, wie soll man auch Fledermäuse anders ausstanzen, ne? Da kommen jetzt 3 Stück auf die Karte drauf, so ein bisschen wild. Und ich finde, das hat noch mal was, ne? Das macht noch mal so Bäm. Also jetzt ist es einfach da. Vorher war es mir wieder zu blass, wie immer, ne? Für innen drinne, weil auf Kraft Cardstock lässt sich einfach nicht so gut schreiben. Mache ich mir noch so einen kleinen Einleger zurecht, einfach ein Stück weißen Cardstock geschnappt. Und setze den in die Karte ein. Ich nehme hierfür doppelseitiges Klebeband, also so ein Rollmäuschen da von Tombow habe ich das. Einfach nur deswegen, weil mir aufgefallen ist, dass man oft den Kleber dann da so durch das weiße Papier sieht. Und das mag ich nicht. Ein kleines Blatt kommt noch zum Einsatz für innen drinne, damit es nicht so langweilig ist, setze ich da so diese kleinen Blätter aus diesem Eichhörnchen-Set noch mit drauf in Ginger Root. So 3 Stück. Und das sieht doch schick aus, oder? Also ich finde es hübsch. Ja, und das ist die Karte. Also ich finde, sie kann sich wirklich sehen lassen. Ich schiebe sie dir jetzt hier ganz langsam durch. Und das finde ich richtig schön. Aber natürlich gibt es nicht nur eine Karte. Nein, natürlich gibt es auch immer noch eine Kleinigkeit dazu. Und da siehst du, wen ich vergessen habe. Asche auf mein Haupt. Ich hoffe, sie verzeiht mir. Ja, also, ich würde sagen, du hast alles gesehen. Ich wünsche jetzt einen wunderschönen Tag, Mittag, Abend, Nacht. Und dann sage ich Tschüss. Bis bald.